So, meine Freunde, ich habe heute leider keine GoPro dabei, deswegen heute alles mit dem Handy. Ich nehme euch so ein bisschen mit, so einen kleinen Rundgang über den Platz hier in Bonn auf der Kirmes. Viel Spaß! Hier steht wirklich alles Mögliche. Der Jewel Tower steht hier, der Infinity steht hier, der Flipper glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht, glaube ich gerade. Auf jeden Fall Takeoff steht hier, Breakdance. No 1er von Kinzler. So, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus weiter hier. Einfach mal hier rein. Ich stand auch schon auf jedem erdenklichen Platz. So, hier haben wir auch direkt Nimbus. Direkt dahinter das Funhaus. Dahinter direkt die wilde Maus. Und rechts direkt den Takeoff. Den sehe ich nämlich jetzt zum ersten Mal. Das ist ein sehr geiles Fahrgeschäft. Habe ich jetzt mehrmals im Livestream bei anderen Leuten gesehen. Super geiles Teil. Und darauf freue ich mich besonders. Sah aber im Internet größer aus, wenn ich ehrlich bin. Na egal. Hier haben wir das Funhaus. Jede Spielmöglichkeit. Also es ist mitten gefühlt im Wohnbereich und gleichzeitig platzmäßig. Echt geil, dass das funktioniert hier in Bonn. Hier haben wir die wilde Maus. Die stand jetzt vor kurzem auch in... Wenn das die, glaube ich, ist, dann stand die auch jetzt in Neuss vor kurzem. War ich ja auch, habt ihr gesehen. Der Voodoo Jumper. Das ist jetzt der dritte Platz, wo ich bin, wo der Voodoo Jumper ist. Ich bin den gefahren in, lass mich nicht lügen, in Neuss. Auf der Kranger Kirmes. Und ich meine noch irgendwo. Mir fällt es aber gerade nicht mehr ein. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal hier rum. Da steht auch der Infinity die ganze Ecke, gucken wir jetzt gleich auch noch. Gehen jetzt erstmal hier rüber. So, hier haben wir einen Autoscooter. Direkt gegenüber der Ghost Rider. Auch sehr touristisch. Der Gunfire Blog hat ein sehr cooles Video drüber rausgehauen. Schaut da gerne mal rein. Verlinke ich euch auch bei der Insta-Story nochmal. Da auf jeden Fall auch reinschauen. Der Gunfire Blog, der hat da exklusives Interview für euch gedreht über das Teil. Der sagt euch da viel, viel mehr drüber, als ich jetzt gerade sagen kann. Sehr tolles Fahrgeschäft auf jeden Fall. Schaut da einfach mal rein bei Jumpair Block. Ja, und dann noch ein Abrisshaus, wo man rein kann, Spaß haben kann. Diese Achterbahn bin ich zum ersten Mal gefahren in Escherbend, letztes Jahr. War das, glaube ich, wo die Corona-Zeit noch war. Sehr tolles Ding, steigt da ein, wenn ihr sie seht. Das ist ein sehr tolles Ding. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich bis jetzt auch nur in Livestreams gesehen habe und sehr drauf gehypt bin, ist der Commander. Stand jetzt in mehreren Hamburger Dome, alles mögliche. Und jetzt steht es auch hier, wieder mal in Bonn. Bin gespannt, wie das Teil ist. Ich bin ja bis jetzt die Soundmaschine gefahren. Shake and Roll von Schäfer, Soundmaschine Loop und das wird jetzt mein dritter Shaker. Aber wie gesagt, ich kann es immer noch betonen, mein Lieblingsshaker ist immer noch bis jetzt die Soundmaschine. Allein das hier von Theming haut mich schon um, sage ich euch ehrlich. Der Shaker, der macht schon was. Da freue ich mich auch drauf. Da kriegt ihr auch ein exklusives Video noch von mir. Wird ein geiles Teil. Hier ist ja auch vor 9 Jahren der Unfall passiert oder so, 2001, 2012, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf das Teil freue ich mich. So, gehen wir weiter. Das Europarad stand ja auch in Düren. Hier haben wir noch einen Wellenflieger. Dahinter noch ein kleines Fahrgeschäft.
So, meine Freunde, dazu muss ich jetzt sagen, habe ich tatsächlich einen Blog gesehen. Dieses Teil war ja schon mal in der Doku von, ich weiß nicht, welchen Fernsehsender das war. Auf jeden Fall gibt es einen Schausteller, der hat dieses Fahrgeschäft komplett vorgestellt. Mega geil. Schaut auf jeden Fall auch mal rein und ich freue mich auch auf diese Fahrt hier. Wird bestimmt mega geil und ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, da steht der Breakdance Nummer 1er, chill. Aber wo steht der jetzt genau? So, ich habe, ey, der Platz ist echt verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Das ist der erste Kirmesplatz, wo ich echt gucken muss, wo ich lang gehe. Hier gibt es so viele Möglichkeiten abzubiegen. Aber ich sehe schon den Breakdance. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Hier haben wir die Nessie, die habe ich in Düsseldorf gesehen. Und in Krange stand sie auch. Bin ich bis jetzt aber trotzdem noch nicht mitgefahren mit. Mal gucken, ob ich dieses Jahr machen werde. Beziehungsweise ja, dieses Jahr war ich schon öfters. Mal gucken, ob ich es dieses Mal mitnehme. So, meine Freunde, hier haben wir jetzt den Breakdance Nummer 1 von Kinzler. Bin ich jetzt auch in Düsseldorf gefahren. In Düren bin ich ihn auch gefahren. Mega geiles Teil. Ich finde die Frau absolut Hammer, die dahinter sitzt, hinterm Steuer. Kann man mitnehmen, muss man mitnehmen. Ist ein geiles Teil. Das Teil habe ich auch bis jetzt noch nicht gesehen. Wie gesagt, dieses Jahr bin ich richtig aktiv, wie ihr merkt, auf meinem YouTube-Kanal. Teilweise, was ich alles poste. Deswegen schaut da rein. So, und hinten steht jetzt noch der Jewel Tower und der Infinity. Da werde ich euch jetzt gleich auf Instagram noch ein paar schöne Bilder machen und gehe jetzt für euch live auf Instagram. Deswegen haut da rein, euer Achterbahnreiter, und danke für dieses kurze Update-Video. Morgen natürlich am Freitag in der Öffnung bin ich für euch da und drehe natürlich auch wieder ein schönes Video für euch. Bis dahin, euer Achterbahnreiter.